Hallo zusammen, ich habe hier drei Kühlschränke, komplett unterschiedlich, aber die sind alle 42 cm breit, 420 mm und 1,50 m oder 1500 mm hoch. In der Tiefe sind sie auch praktisch identisch. Der hier ist nicht angeschrieben, das ist ein gebrauchter und zwar ist das ein Absorberkühlschrank. Die anderen zwei sind Kompressorkühlschränke und ja, sie sind dieser Kühlschrank hier, der ist durchgehend und dieser Kühlschrank hat hier unten so einen Auszug, da kann ich die Literflaschen reinstellen, 1,5 Liter Flaschen und dieser Kühlschrank ist auch durchgehend und alle haben ein Eisfach oben drin fest montiert. Bei diesem Kühlschrank hier könnte man das Eisfach sogar demontieren und dann hätten wir mehr Kühlschrank, aber der Kühlschrank fängt dann oben an zu tropfen. Dieser Kühlschrank hier, das ist ein Tedford Absorber Kühlschrank, also der läuft mit 12 Volt, 220 und Gas. Es gibt einen gleich großen Kühlschrank auch von Dometic. Ich sage mal, die gleiche Technik, Absorber, der Vorteil, er läuft mit Gas, aber die Absorberkühlschränke kühlen nicht, wenn sie schräg stehen, also so ist fertig, wenn sie bewegt werden und wenn es über 35 Grad Außentemperatur hat, beziehungsweise wenn es hier an diesem Wärmetauscher 42,3 Grad hat, dann ist fertig lustig. Der Kühlschrank hier, der Slim 150, der hat eine externe Kühlmaschine, das heißt, der Kühlmaschine steht jetzt hier oben drauf. Und wenn wir den drehen, sehen wir unten habe ich eine 1,5 Meter lange Leitung, die dann mit diesem Kompressor verbunden wird. Und wenn ihr sagt, ja 1,5 Meter, ich will das Kühlaggregat extern irgendwo in die Heckgarage vom Wohnmobil, da ist es gut belüftet, der Lärm ist weg und so weiter. Oder die Kühlmaschine unters Fahrzeug, ist beides möglich, dann braucht es Kupplungen und kostet einfach je nach Länge bis zu 10 Meter, das ist überhaupt kein Problem. Da ist der Vorteil, ich bringe die Wärme, der Kühlschrank kann komplett eingebaut werden, ich brauche beim Kühlschrank keine Belüftung und keine Abwärme. Beim Absorber hier, da muss hinten so richtige Löcher rein, weil ein Absorber produziert rund 20 mal mehr Abwärme wie ein Kompressorkühlschrank. Ein Kompressorkühlschrank kann man auch ins Fahrzeug rein belüften. Und der dritte Kühlschrank, das ist der WN150L. Da sitzt die Kühlmaschine ganz unten am Boden. Er hat auch hohe Füße, dass wir die Luft unter der Türe vorne ansaugen und dann oben entlüften. Durch das haben wir auch hier relativ große Lüftungsgitter, dass eben die Luft unten durch kann und oben hier entlüftet werden kann. Zum Beispiel der Tedford und der Dometic, was auch als Kompressorversion gibt. Da ist es an sich der gleiche Kühlschrank wie hier, das gleiche Gehäuse. Und dann haben sie einen Kompressor hingebaut. Ich kann auch die Tiefe gar nicht nützen von diesem Loch, weil der Kompressor, der hängt dann so hinten dran. Und Punkt, es hängt hinten dran, aber es ist halt ein Absorberkühlschrank, den man als Kompressorkühlschrank gebaut hat. Wir sehen, hier hat es kräftig Luft, hier hat es Löcher zwischendrin, dass die Luft hier angesaugt werden kann. Wir haben hier einen Lüfter und hier geht dann die Luft nach oben und wir haben einen Seco-Kompressor drin, einen BD50F. R134A. R134A Kompressor, aber drin ist R1234YF. Das ist ein hundertprozentiges Drop-In zum R134A
und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen mit dem tiefen GWP. Ja, schreibt das Gesetz vor, das kann man nicht ändern. Von dem her, diese Thetford, die haben wir irgendwo ausgebaut. Der Slim 150 ist ab Lager lieferbar, zurzeit jetzt vom Video. Und der WN 150L, der kommt, der ist unterwegs, der kommt ab China. Diesen Flyer hier mit dem neuen Kühlschrank, den verlinke ich euch natürlich unten drin. Von dem Kühlschrank hier verlinke ich euch den Katalog auch unten drin. Ist noch August 2022, ist absolut aktuell. Und diesen Kühlschrank, den haben wir nicht. Und darüber gibt es dann ein anderes Video hier. Strom- oder Gasverbrauch von einem Absorberkühlschrank. Ich wünsche euch einen schönen Tag.